Hallo ihr Lieben, endlich heißt es mal wieder Vlog-Time, yay! Denn heute fahren wir zu Game of Thrones in Konzert, yay! Wir fahren nach Berlin ins Tempodrom und dort wird kein Geringerer als der wunderbare Dirigent Ramin Djawadi uns mit seinem Orchester hoffentlich von den Stühlen und von den Socken hauen, denn es werden viele verschiedene Szenen von Game of Thrones gezeigt werden, natürlich ohne Musikuntermalung, denn die Musik wird live vom Orchester gespielt. Und ich bin schon richtig gespannt darauf, wie das wird. Es wird bestimmt, also wie ich es mir vorstelle, einfach nur episch. Und ja, ich habe mir gedacht, bei dieser Reise nehme ich euch doch gern mal wieder mit. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Gehe mich jetzt noch schnell schick machen und dann geht's los. Viel Spaß dabei! Jetzt habe ich mich auch komplett fertig gestylt. Was ich euch noch kurz sagen wollte, ist, dass ich leider dort nur mit meinem Handy aufnehmen kann, weil ich nämlich eine E-Mail von Eventim bekommen habe, dass höhere Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden und somit darf man keine Tablets, Selfie-Sticks, GoPro-Sticks oder sonst was dorthin mitführen bei sich und nur kleines Gepäck sozusagen mitnehmen. Und deswegen kann ich leider nur mit Handy filmen. Ich versuche danach natürlich die Qualität so gut wie es geht anzuheben und das Beste dabei rauszuholen. Das nur kurz als Info für euch. Go the distance, I don't care how far. Somehow I'll be strong, and I'll last my life. Will be worth my while. I would go. Shooting star, I can go the distance. I will search the world, I will face its arms. I don't care how far. Sind jetzt am Tempodrom angekommen. Es ist kalt, ich friere, ich will jetzt unbedingt rein und dass es losgeht. Ein Tipp von mir: Geht nie im November im Kleid zu einer Musical-, Konzertvorstellung oder irgendwas in der Art. Es ist viel zu kalt. Wir sind jetzt drin, wir sitzen auf unseren Plätzen und es ist absolut top Platz. Wir sitzen voll mittig. Richtig oberster Rang und voller Blick in die Mitte. Ich blende euch das dann gleich nochmal ein, wie unser Blick von hier oben ist. Und natürlich darf ich jetzt aus urheberrechtlichen Gründen nichts von dieser Show zeigen, aber für alle, die jetzt nichts davon sehen können, blende ich mal einen kleinen Trailer davon für euch ein. Viel Spaß!
Konzert leider schon wieder vorbei und Zeit für ein Fazit. Wie fandest du es? Ja, also es war musikalisch wirklich erste Sahne. Das Einzige, was mir so ein bisschen gefehlt hat, es hätte im Hintergrund noch so ein paar kleine Szenen geben können, so ein paar Bilder aus den einzelnen Folgen oder zu den Stellen, zu denen die Musik gehört. Aber alles in allem, es war ein wunderbares Orchester, es war eine super Sängerin, so eine Sopran, wie nennt man das, genau in die Richtung. Und dann auch der Chor im Hintergrund, ein Augsburger Chor, das war Wahnsinn, musikalisch 1A. Ja, also ich muss sagen, nach dem ersten Akt war ich auch ein bisschen überrascht, weil ich erst mir vorgestellt hatte, dass man wirklich ein paar Szenen aus der Serie oder ein paar Bilder einfach zu den einzelnen Musikstücken sieht, so wie man es auch in YouTube gesehen hat. Aber ich habe jetzt mittlerweile gelernt, dass es ja the Music of Game of Thrones nur ist, also in Anführungsstrichen nur, weil dann gibt es noch ein Konzert, das nennt sich Game of Thrones Live Experience und da sieht man nämlich das, die ganzen Bilder und Szenen und dazu gibt es dann die Musik. Allerdings startet das erst nächstes Jahr bei uns, nämlich im Mai 2018 und da werden wir sicherlich auch nochmal hingehen, denke ich mal. Aber so war das auch eine grandiose Erfahrung, muss ich sagen. Also schon der Chor einzigartig epische Momente gehabt, das war wirklich grandios. Die Sängerin, wie gesagt, war auch so ein bisschen in die Richtung Oper und sehr schön gehalten und man hat auch einige Musikstücke, muss ich sagen, wiedererkannt. Also zum Beispiel The Rains of Castlemere oder der Soundtrack von den Weißen Wanderern oder In Dorne. Und am epischsten fand ich allerdings die Stelle von der letzten Folge der 6. Staffel, als Cersei mit dem Drachenfeuer die ganze Kathedrale in die Luft haut. Das haben sie nämlich auch nochmal musikalisch umgesetzt und das hat man sofort wiedererkannt und es war absolut genial und ich glaube, da gab es auch den meisten Applaus, also weil es einfach so episch umgesetzt war. Also rundum gesagt war es einfach ein grandioses, großes Konzert und wunderschön einfach nur. Allerdings haben uns eben ein bisschen die Anschauungspunkte gefehlt sozusagen, aber ab und zu war ja auch, wurden auch ein paar schöne Symbole mit eingebunden, wie zum Beispiel eine Sonne oder Dracheneier oder auch sowieso Gefängnisgitter, wenn das das Thema dann war. Also das war schon, ab und zu war es mit dabei, aber es haben halt so ein bisschen die Schwerpunkte an den Szenen, um die es jetzt ging, gefehlt dabei. Also wie gesagt, es war sehr, sehr schön und ich hoffe, euch hat der kleine Vlog gefallen und wir sehen uns bald wieder und bis dahin sage ich, Wirsing! Ciao!